sind heute irgendwie die Hot Rods unterwegs. Junge, die Dinger sind ja mega chillig. Das nur das mit dem Schalten, mit dem Blinken ist ein bisschen bescheiden gelöst. Wie alle gucken. Junge, die Dinger sind ja, die machen richtig, Alter, die vibrieren so derbe. Unnormal. Also, ich erkläre euch mal, was los ist. Das hier, die Gefährte, die wir hier fahren, die nennen sich Hot Rods. Ich wurde von der Kartbahn in Werther, wurde ich eingeladen, hier bei am Wochenende bei Natur mitzufahren. Da habe ich natürlich mich nicht lumpen lassen, ne? Da habe ich direkt gesagt, jo, mache ich. Fahre ich mit. Junge, Alter, man merkt jeden Huckel merkt man bei den Dingern. Also ich habe mich nicht lumpen lassen, habe gesagt, da fahre ich mit. Also vielen, vielen Dank an die Kartbahn Werther, Indoor-Kartbahn Werther. Ich packe den Link auch mal zur Website und zum Instagram-Account. Packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung rein. Die Dinger machen so einen Spaß. Die gehen schon steil. Also, man braucht... Oh, warte, ich blinke doch. Man braucht für die Dinger einen Autoführerschein, um die fahren zu dürfen. Die, fahren sich ähnlich wie Go-Kart. Also, fahren sich wie Go-Karts, kann man so sagen. Ja, die sind Automatik. Man muss halt nur wie beim Automatik-Auto, muss man umlegen von vorwärts... D für Drive und Drivegang, wie auch immer, und so muss man das umlegen in Rückwärtsgang und neutral, also drei Gänge kann man schalten. Also die Kartbahn in Werther bietet jetzt mit diesen Dingern so Touren an bald. Ich weiß gar nicht, wann genau das offiziell, ab wann man offiziell die Dinger fahren darf. Schaut einfach auf der Website vorbei, da steht da schon alles so für euch beschrieben. Junge, ist das geil. Ich will so ein Ding unbedingt mal irgendwie alleine fahren, ohne Gruppe. Also in den Spiegeln sieht man definitiv nur alles verschwommen, weil so vibriert das ganze Ding. Mein Rücken, also ich würde sagen, Rückenmassage hat das Ding auch. Wow! Also ich weiß gar nicht, wie viel PS hatten die jetzt? 12 PS oder? Ne, ich weiß nicht. Ich weiß es gerade aus dem Kopf gar nicht. Auf jeden Fall ein paar PS haben die Dinger. Machen uns sehr viel Laune zu fahren. Wow! Junge, Alter, der Huckel, der fickt ja richtig. Also die einzige Federung, die das Fahrzeug hat, das sind die Reifen. Mehr Federung ist nicht gegeben. So, langsam abbiegen hier. Also das mit dem Blinker an- und ausmachen ist ein bisschen blöd geregelt hier mit dem, muss man so mit dem Daumen, wie ihr seht. Alter, aber ansonsten die Teile, die machen auf jeden Fall Laune. Ich will Gummi machen hier. So viel Rennstrecke. Aber die haben auch vom Sound her, ne? Müsst ihr euch mal gleich geben, wenn ich mal Gas gebe, ne? So kacke hören die sich gar nicht an, die hören sich richtig böse an. Habt ihr gehört? Das hört sich doch gut an, oder? Wow! Alter, die Hucke! Rückenmassage ist da! Junge! Da sind noch krassere Huckel. Also ich finde es ja witzig, dass so kleine Dinger Straßenzulassung haben. Das finde ich echt derbe witzig. Boom! Jeden Hucke mitnehmen, den man mitnehmen kann! Also ich würde sagen, fürs Gelände sind die Dinger nicht gemacht. So pauschal gerade mal gesagt. Oh, gerade Linie, da kommt Gegenverkehr! Hallo! Das macht so Spaß, ey! Das ist einfach 1:1 wie so ein Go-Kart fahren.
aber halt auf der Straße. Das ist sehr witzig. Das Ding ist auch geil, ey. So, das sieht auch so ein bisschen Mad Max mäßig. Huckel! Boom! Junge! Ey, ich muss unbedingt mal den lieben Chef von der Kartbahn mal fragen, ob man so ein Ding auch mal irgendwie so ausleihen kann, ey. Das macht ja mega Spaß. Überlegt euch mal, mit so einem Ding ein Motovlog in Bielefeld. Alter. Wie fändet ihr das? Seid mal ehrlich. Mit so einem Ding in Bielefeld einen Motovlog aufnehmen? Geiler geht's doch gar nicht, oder? Ey, ich hab eine Idee, Leute. Eine ganz, ganz besondere Idee. Ich weiß ja nicht, ob mir das erlaubt wird. Deswegen brauche ich eure Hilfe dabei. Wenn ihr Bock darauf habt, mit so einem Ding, dass ich so mit so einem Ding einen Motovlog in Bielefeld mache, in der City, dann geht doch mal unten in der Videobeschreibung, klickt da mal auf den Instagram-Link von der Kartbahn und dann kommentiert ihr, so viel ihr könnt, kommentiert ihr mal, was weiß ich, Marco soll damit Motovlog aufnehmen, ja. Ja, Marco soll einen Motovlog mit so einem Ding aufnehmen. Kommentiert das. Folgt der Instagram-Seite von der Kartbahn, weil die Kartbahn ist mega geil, dass die mich hier eingeladen haben. Und schreibt denen, die sollen mich mit so einem Ding bitte fahren lassen in einem Motovlog alleine. Das wäre auf jeden Fall von der Neuigkeit her schon ja, ziemlich nice. Boah, es wird aber langsam warm hier in dem Ding. Ich hätte meine Motorradjacke nicht anziehen sollen. Guck mal, der ist smart, der da steht. Der denkt, oh, ich habe ein kleines Fahrzeug. Aber was habe ich denn da hier? Vollgas. So geil. Mir ist so warm. Voller Adrenalin. Obwohl das Ding gar nicht so übertrieben viel Power hat. Aber es macht einfach Spaß. Und es ist anstrengend. Kennt ihr ja bestimmt vom Kartfahren. Ich habe übrigens meine Handschuhe angezogen. Einfach nur, weil das cooler aussieht mit Handschuhen. Ich glaube, Handschuhe stören eher, als dass sie was helfen. Aber ihr kennt das ja vom Kartfahren bestimmt, dass die Hände danach so übelst wehtun und so. Ja, genau dasselbe hat man auch hier auch. Aber das macht... Ich kann es euch empfehlen. Also wenn ihr mal was anderes... Wenn ihr Kartfahren geil findet, ne? Dann müsst ihr auf jeden Fall so ein Teil mal ausprobieren. Also das toppt auf jeden Fall Kartfahren nochmal um Längen. Junge, das ist mega witzig. Aber schade, dass wir Autos vor uns hatten gerade. Ja. Aber ich glaube, mit den Dingern kann man, wenn die Straße gut ist, kann man mit den Dingern, glaube ich, wie mit dem Go-Kart auf der Kartbahn, so zack, zack, zack. Ultra, ja. Direkte Lenkung. Ja. Man muss nur nicht mal irgendwie groß lenken, man ist sofort weg und dann... Ich habe einfach versucht, ein bisschen zu driften, aber geht nicht. So, let's go, grüne Ampel, Mario Kart! Mario Kart! Gleich wirft einer eine Banane vor mir raus! Take care! Ich glaube, ich werfe gleich einen Schildkrötenpanzer nach vorne. Da kommt echt Mario Kart-Feelings hoch bei diesen Dingern. So, Mario Kart in spaßiger, Alter, 80, Junge, ich war fast auf 90 gerade, Alter, dann vibriert aber alles maximal, das ganze Ding vibriert bei 80, 90. So, wir sind jetzt gleich wieder bei der... Alter, Huckel sind hier aber en masse. Wir sind jetzt gleich wieder bei der Kartbahn angekommen. Ja. Boah. Oh. Jeder Huckel ist ein Hindernis. Aber ein witziges Hindernis.
Die Dinger, man merkt einfach auch nicht so genau gleich schnell. Ha. Neutralen rein. Zack. Handbremse anziehen. Blinker ist aus. Perfekt. War schon geil. Junge, das Aussteigen wird jetzt wieder Qual. Alter, geil. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr auch so geile Teile mal fahren wollt, Link unten in der Videobeschreibung. Kartbahn Bertha. Darf ich sagen? Sehen wir uns beim nächsten Motovlog. Tschüssi! Normal, wir normal.